Du fragst dich, wo denn eigentlich der Unterschied zwischen unseren DIY-Wimpern-Extensions und den neuen Preclude Lashes ist? Seit 2021 verkaufen wir die DIY-Wimpern-Extensions. Wie die meisten von euch sowieso schon wissen, bringt ihr diese mit unserem Wimpernkleber unter euren eigenen Wimpern an. Bei den neuen Preclude Lashes spart ihr euch den Schritt, den Wimpernkleber aufzutragen. Dieses schwarze glänzende Band ist nämlich klebrig, was natürlich Zeit spart. Während die DIY-Wimpern-Extensions 5 bis 7 Tage halten, halten die Preclude Lashes nämlich nur 1 bis 3 Tage. Wann bringe ich die Preclude Lashes an? Dann, wenn ich es total eilig habe oder wenn ich einfach ein bisschen faul bin morgens. Manche haben einfach keine Lust, die Wimpern eine Woche zu tragen, sondern wollen sie einfach nur für einen besonderen Anlass tragen. Das Tolle daran ist, dass ihr sie wiederverwenden könnt. Diese Boxen lohnen sich vor allem dann, wenn ihr eine möglichst lange Tragezeit haben wollt. Während diese Wimpern eher dafür gedacht sind, den genau gleichen Effekt zu erzielen mit einer kürzeren Tragezeit. Ich liebe diese neue Methode und bin total froh, dass es sie jetzt gibt, weil ich mir dann einfach manchmal Zeit sparen kann oder schneller noch zwischen den Styles wechseln kann. Ich bin aber einfach auch so dankbar dafür, dass ich mich meistens einfach eine Woche lang überhaupt nicht um meine Wimpern kümmern muss. Also nach allem, was du jetzt erfahren hast, bist du Team Preclude Lashes oder bleibst unseren DIY-Wimpern-Extensions treu? Ich kann mich nicht entscheiden und ich muss es auch nicht, denn die Preclude Lashes werden diese Methode nicht ablösen. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Freude mit dem neuen Produkt.